Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das 38. Lernvideo und wir beschäftigen uns weiter mit dem eindimensionalen Riemann-Integral. Wir werden jetzt in diesem Video ein paar Sätze kennenlernen, mit denen Sie einfach Riemann-Integrale berechnen können und auch weitere Eigenschaften vom eindimensionalen Riemann-Integral erkunden können. Der erste Satz ist ein Mittelwertsatz für Integrale. Und die Aussage ist folgende: Wenn Sie eine stetige Funktion haben, dann ist sie natürlich Riemann integrierbar auf dem kompakten Intervall. Und dann gilt, dass wenn Sie das Integral nehmen und durch die Länge des Intervalls teilen, das heißt, Sie haben hier ein Integralmittel, deshalb heißt es auch Mittelwertsatz, dann ist das, was hier rauskommt, der Funktionswert von f an einer Zwischenstelle. Das heißt, es existiert eine Zwischenstelle eta, sodass diese Identität hier gilt. Der Beweis ist sehr einfach, denn wir wissen bereits, dass stetige f's Stammfunktionen besitzen und die Stammfunktion ist auch stetig differenzierbar. Das bedeutet, wir können hier diesen Ausdruck mit Hilfe und des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung umschreiben als diese Differenz der Stammfunktion. Und da haben wir jetzt einen Ausdruck, auf den wir den Mittelwertsatz der Differentialrechnung anwenden können und sehen, das ist also die Ableitung von der Stammfunktion einer Zwischenstelle eta. Und das heißt, das ist eben dann f bei eta. Und das war schon der Beweis des Mittelwertsatzes für Integrale. Ja, der nächste Satz ist der Satz zur partiellen Integration und das ist ein ganz wichtiger Satz, um Integrale auszurechnen. Der Satz ist so formuliert: Wenn wir zwei Funktionen Groß F und Groß G haben, können die auch mit Klein F und Klein G bezeichnen, aber im Beweis werden wir sehen, dass das Stammfunktionen sein werden. Auf alle Fälle, wenn wir zwei solche differenzierbaren Funktionen auf einem kompakten Intervall haben und so ist, dass die Ableitung von diesen Funktionen und auch die Produkte der Ableitung mit den Funktionen, also F'G und G'F, wenn diese Objekte, diese Funktionen alle Riemann integrierbar sind, dann können wir zunächst mal diese Integrale überhaupt hinschreiben. Hier stehen links und rechts und wir sehen, dass diese Identität hier gilt, die sogenannte partielle Integrationsformel. Was macht man hier? Hier schaut man sich das Integral über das Produkt an, wobei man eine Ableitung auf f geworfen hat, mal g. Und auf der rechten Seite steht jetzt die Ableitung auf g und nicht mehr auf f. Das heißt, man hat die Ableitung auf das g geworfen. Man muss dafür Minuszeichen hier hinschreiben und dann gibt es Randterme. Das heißt, mit Randterme meine ich, dass man dann das Produkt f mal g an den Rändern auswerten muss. Und hier steht eben dann f b g b minus f a g a. Die Differenz der Randterme des Produktes. Und das ist die partielle Integrationsformel. Wenn wir für g als Spezialfall die konstante Funktion 1 wählen, dann steht hier einfach das Integral von a nach b über die Stammfunktion, über die Funktion f'. Na, und wenn wir das hier mit klein f bezeichnen, ist groß f die Stammfunktion von dem, was dort steht. Und wenn hier eine 1 stehen würde, dann wissen wir bereits, dass das, was da rauskommt, ist gerade fb minus fa. Und wenn wir das jetzt mal mit der rechten Seite vergleichen, in dem Fall g gleich 1 wäre g' 0, das heißt, der Term würde verschwinden und hier würde einfach fb minus a tatsächlich stehen. Und genauso beweist man das auch. Man stellt einfach erstmal fest, dass fg ja die Stammfunktion ist von f mal g'. Warum? Weil wenn zwei Funktionen differenzierbar sind, dann ist auch das Produkt differenzierbar. Und diese Ableitung von f mal g, von diesem Produkt, können wir mit der Produktregel ausrechnen. Das ist f'g plus g'f. Und jetzt können wir einfach den Hauptsatz der integralen Differentialrechnung auf dieses Produkt anwenden und bekommen dann diese Identität der partiellen Integration. Ein anderer wichtiger Satz ist die Substitutionsregel. Hier ist die Situation folgende: Wir haben ein Intervall und eine stetige Funktion auf dem Intervall. Und wir haben eine Funktion phi, eine C1-Funktion, die auf diesem Intervall AB definiert ist. Und das Bild von phi
bisschen i, also in dem Bereich, auf dem f definiert ist und stetig ist. Und das bedeutet insbesondere, dass wir dann uns so ein Integral anschauen können, weil phi a und phi b, das können Intervallgrenzen sein von dem Intervall, das vollständig in i drin liegt, und auf i ist f stetig und damit ist eben dieses Integral hier wohl definiert. Und die Behauptung ist, dass dieses Integral dasselbe ist wie das, was auf der rechten Seite steht. Und hier steht eben f komponiert mit phi und dann die Ableitung von phi. Und diese Substitutionsregel verwendet man, um eine Koordinatentransformation oder einen Parameterwechsel durchzuführen, nämlich von dem Parameter y zum Parameter phi x, der y ist, also ein Parameterwechsel von y nach x. Sie werden das in den Übungen intensiv einstudieren, wie man die Substitutionsregel anwendet und wie man damit Integrale dann ausrechnen kann. Ja, schauen wir uns den Beweis an. Zunächst wissen wir, dass f stetig ist auf einem Intervall und damit besitzt f eine Stammfunktion nach dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Wir konstruieren jetzt uns eine Funktion groß g auf dem Intervall AB durch Komposition von groß f mit phi. Weil phi ein Bild hat, das in i enthalten ist, ist das, was hier steht, erstmal wohl definiert. Außerdem wissen wir, dass f stetig differenzierbar ist. Differenzierbar als Stammfunktion und die Ableitung von f ist die stetige Funktion f, also stetig differenzierbar. Und es folgt nun aus der Kettenregel, dass dann auch g stetig differenzierbar ist, weil ja phi auch stetig differenzierbar war. Und wir können uns jetzt g' anschauen. Und g' ist nach der Kettenregel gerade der Ausdruck, über den wir hier integrieren. Dieses g' ist eine stetige Funktion und damit auf kompakten Intervallen Riemann integrierbar. Das heißt, das Integral, das jetzt steht, ist auf alle Fälle wohl definiert. Und eine Stammfunktion von diesem Ausdruck hier ist gerade groß g, ne? Weil das so konstruiert ist und die Ableitung von groß g gerade dieser Term hier ist. Und das heißt, nach dem Hauptsatz der integralen Differentialrechnung ist dieses Integral gerade diese Differenz der Stammfunktion g. Jetzt können wir die Definition von g anwenden und das war f von phi b minus f von phi a. Und da groß f eine Stammfunktion ist zu klein f, wissen wir, dass also das hier das Integral ist, das Sie hier sehen. Und damit ist diese Substitutionsregel bewiesen. Gut. Jetzt machen wir einen kurzen Exkurs und es wird nochmal um die Länge von rektifizierbaren Kurven gehen. Ich hatte Ihnen ja in dem Kapitel über Kurven versprochen, dass wir, wenn wir integrieren können, dann einen Ausdruck bekommen, um die Länge von stetig differenzierbaren Kurven einfach ausrechnen zu können. Und das ist jetzt hier der Satz, der zu dem Versprechen gehört. Wir nehmen an, dass wir eine stetig differenzierbare Kurve haben im Rn auf einem kompakten Intervall AB. Stetig differenzierbare Kurven sind immer rektifizierbar, das heißt, die Länge ist definiert. Und die Behauptung ist, dass diese Länge ausgerechnet werden kann, indem man die Funktion ableitet, die euklidische Norm nimmt, dann kriegt man, wenn man stetig differenzierbar ist, eine stetige Funktion auf dem Intervall AB. Also die Abbildung t f'e ist stetig und damit Riemann integrierbar und wir können das Integral uns ansehen und das Integral ist gerade die Länge von f. Das ist die wichtige Formel, mit der man jetzt sehr einfach bei explizit gegebenen Kurven die Länge berechnen kann. Okay, schauen wir den Beweis an. Der Beweis ist jetzt nur für die Mathe- und Wirtschaftsmathe- und Physikstudenten. Die Lehrer dürfen den überspringen. Und er ist auch nur skizziert. Also im ersten Teil des Beweises zeigen wir die Behauptung, dass diese Aussage hier gilt. Es gibt ein Delta, also für ein gegebenes Epsilon finden wir ein Delta, sodass, wenn wir uns so Intervalle anschauen, die Intervalle anschauen mit der Eigenschaft, dass die Intervalllänge kleiner ist als Delta, dann gilt, dass
Der Abstand der Kurvenpunkt ft zu fs in der euklidischen Norm minus diesen Ausdruck hier. Hier nehmen wir die Ableitung von f an der rechten Intervallgrenze, nehmen dann die euklidische Norm und multiplizieren das mit der Intervalllänge. Diese Differenz ist kleiner als Epsilon mal die Intervalllänge. Das ist die Behauptung. Und ja, wie sieht man das? Nun, man verwendet hier den Mittelwertsatz der Differentialrechnung, aber man muss ein bisschen aufpassen. Und zwar schaut man sich zunächst mal die Komponenten an, sagen wir mal die IT-Komponente, und stellt fest, okay, mit dem Mittelwertsatz erhalten wir dann eine Zwischenstelle Xi, die natürlich von der Komponente an abhängt, die man betrachtet. Und die Zwischenstelle setzen wir in die Ableitung der Komponente ein und erhalten dann diese Identität. Und jetzt stellt man fest, das, was hier steht, kann man umschreiben, indem man sagt, okay, das ist die Ableitung von f an der Stelle t, i minus s, und eben den Fehler, den man gemacht hat, da schreibt man wieder f' i, xi i minus f i Strich an der Stelle t und das Ganze multipliziert mal t minus s. Und jetzt an dieser Stelle kann man sich klar machen, da ja xi, dieser Punkt xi im Intervall ts liegt, ist der Abstand von xi zu t eben kleiner als Delta, und weil f' eben stetig ist, können wir, und zwar gleichmäßig stetig ist dann auf dem kompakten Intervall, können wir zu jedem Epsilon eben ein Delta finden, sodass, wenn t minus s kleiner als Delta ist, diese Differenz hier kleiner ist als Epsilon für jede Komponente. Und damit kriegt man dann letztlich diese Abschätzung, die hier steht. Man muss jetzt nur noch die Normen ausschreiben und dann feststellen, dass das, was hier steht, durch diese Komponenten gegeben ist, und das, was hier steht, hat genau durch diese Komponenten gegeben. Und die Details kriegen Sie raus, und ein ähnliches Argument hatten wir in dem anderen Beweis bereits durchgeführt. Dann der zweite Teil des Beweises ist nun folgender. Wir wählen uns nun eine Zerlegung Z, sodass drei Sachen erfüllt sind. Erstens wollen wir, dass das Z eine Feinheit hat, die kleiner ist als Delta, und dieses Delta ist jenes aus diesem ersten Schritt und es hängt von Epsilon ab. Zweitens wollen wir, dass die Länge der Kurve zu diesem approximativen Ausdruck einen Abstand hat, der kleiner ist als Epsilon. Und was steht hier? Nun, wir wissen bereits, dass die Länge von f gerade der Grenzwert ist von solchen Ausdrücken, wenn die Feinheit gegen 0 geht. Das heißt, wenn wir die Feinheit der Zerlegung kleiner machen, dann können wir immer besser die Länge approximieren. Und beziehungsweise wir finden Zerlegung, sodass wir das können. Und so wollen wir die Zerlegung in diesem Fall auch auswählen. Und das bekommt man, indem man Satz 232 sich ansieht. Und das Letzte, was wir machen wollen, ist, dass zum andererseits das Riemann-Integral über die Norm von f' epsilonal ist an der Riemann-Summe, die man hier sieht. Und das kriegt man hin, indem man Lemma 420 anwendet. Und dann sieht man immer, weil diese Eigenschaften hier alle besser werden, je feiner die Zerlegung ist, kann man eben alle drei gleichzeitig erfüllen. Und wenn man jetzt Schritt 1 und diese zwei Abschätzungen hier miteinander kombiniert, dann stellt man fest, Lf minus dieses Integral kann man abschätzen, indem man diesen Term reinschmuggelt und dann diesen Term reinschmuggelt. Und dann gibt es eine Differenz, die man abschätzen kann durch den ersten Teil der Behauptung. Und dann stellt man fest, dass man diesen Abstand hier abschätzen kann durch 2 plus die Länge des Intervalls, also b minus a, mal Epsilon. Und bei dem ganzen Argument können wir das Epsilon beliebig klein wählen, und daraus folgt, dass hier eine Identität besteht, dass also die Länge von f gerade durch dieses Integral gegeben ist, und das war die Behauptung des Satzes.
Ja, und jetzt kann man was Interessantes machen. Jetzt kann man, wenn man eine reguläre Kurve hat, kann man die umparametrisieren, die Kurve, sodass wir eine neue Kurve bekommen, die hier mit f Tilde bezeichnet ist, die die Eigenschaft hat, dass wenn wir die Länge der Kurve nehmen, wobei wir die Kurve einschränken auf das Intervall 0s, dass dann diese Länge der Kurve gerade durch s gegeben ist. Also hier steht das gleiche s. Das heißt, der Parameter, nach dem die Kurve parametrisiert ist, ist gerade die Länge der Kurve. Und solche Kurven nennt man dann nach Bogenlänge parametrisierte Kurven. Okay, gehen wir aber langsam mal das Korollar durch. Also wir nehmen uns eine reguläre Kurve her. Das ist also eine stetig differenzierbare Kurve mit der Eigenschaft, dass f' t ungleich 0 ist für alle Kurvenpunkte. Und wir sagen, die Länge dieser Kurve soll L sein. Dann können wir uns dieses Integral ansehen. Hier integrieren wir von a bis t. T liegt im Intervall AB. Und wir integrieren diesen Ausdruck auf. Und es ist klar, wenn t gleich b ist, dann kommt hier gerade die Länge der Kurve raus. Das war gerade der Satz, den wir diskutiert hatten. Und andererseits ist auch klar, weil hier immer was Positives steht, ist das, was hier definiert wird, eine monoton wachsende Funktion. Das ist sogar eine streng monoton wachsende Funktion. Und man sieht, dass diese Funktion eben aufgrund der strengen Monotonität das Intervall AB abbildet auf das Intervall 0L. Dass hier 0 steht, ist klar, denn wenn t gleich 0 ist, ist das Integral 0. Und wenn t gleich b ist, steht hier eben L. Und aufgrund der Monotonität kriegt man als Bild das gesamte Intervall. Das heißt, diese Abbildung ist sogar surjektiv und wegen der strengen Monotonität sogar injektiv. Und damit ist es eine umkehrbare Funktion. Und sie ist auch stetig differenzierbar, denn das folgt aus dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Da hatten wir nämlich gerade festgestellt, dass dieses Psi ja die Stammfunktion ist von der stetigen Funktion, die s auf die Norm von f'S abbildet. Okay. Also eine streng monoton wachsende, stetig differenzierbare Funktion wird hierdurch definiert. Und der eigentliche Punkt bei diesem Korollar ist jetzt folgender. Ja, wenn das hier streng monoton wachsend ist und stetig differenzierbar, dann können wir die Umkehrfunktion ansehen. Das ist hier, die ist hier mit Phi benannt. Die Umkehrfunktion ist auch stetig differenzierbar. Das Ganze ist nämlich in C1 Diffeomorphismus dann, nach dem, was wir in unserem Diffeomorphismus-Kapitel schon festgestellt hatten. Und ich kann jetzt mit diesem Diffeomorphismus eine Koordinaten- oder eine Parametertransformation für f durchführen und ein f Tilde einführen, welches dann auf 0L definiert ist und hierdurch gegeben ist. Und die Behauptung und die Aussage hier ist nun, ja, die Norm der Tangentialvektoren dieser neu parametrisierten Kurve ist immer 1. Und damit gilt eben diese Bogenlängenparametrisierung. Das heißt, die Länge der Teilkurve, die zu den Parameterpunkten 0 bis s gehört, ist gerade s. Und solche Bogenlängenparametrisierungen sind sehr, sehr nützlich. Denn sie sind auch für reguläre Kurven eindeutige Parametrisierung für die Spuren dieser Kurven, bis auf Orientierungswechsel. Okay, schauen wir uns wieder den Beweis an und der ist auch optional für die Lehramtsstudierenden. Der erste Punkt, wo es um die Funktion Psi geht, da benutzt man, wie es schon erklärt hat, im Wesentlichen, dass man eine reguläre Kurve hat und deshalb das Minimum der Normen der Tangentialvektoren, die ja alle von 0 verschieden sind, dieses Minimum ist sogar strikt positiv, denn das ist eine stetige Funktion auf dem kompakten Intervall. Die Funktion ist überall nicht, ist überall positiv und dann muss auch das Minimum positiv sein, sonst wäre es keine reguläre Kurve. Und dann sieht man, dass man eben so einen C1-Diffeomorphismus hat und insbesondere eine streng monoton wachsende Funktion. Okay, dann haben wir den Satz über die Differenzierbarkeit der Umkehrfunktion kennengelernt. Wenn Phi also die Umkehrfunktion von Psi ist,
wissen wir, dass Phi' gerade 1 durch Psi' ist an der Stelle Phi's. Psi' ist aber aufgrund des Hauptsatzes der Integral- und Differentialrechnung und gerade die Ableitung der Tangentialvektor von f an der Stelle Phi's und davon die euklidische Norm. Schauen wir uns das nochmal an. So war das definiert. Wenn ich den Ausdruck nach t ableite, dann kommt gerade dieser Ausdruck bei t als Ableitung raus. Und das sieht man hier unten im Nenner. Jetzt kann ich die Kettenregel auf f' anwenden. F tilde war wie gesagt f nach phi. Da muss ich nachdifferenzieren. Und beim Nachdifferenzieren kriege ich eben gerade diesen Bruch. Und das ist die Ableitung von f. Und wenn ich davon die Norm nehme, dann sehe ich, dass da einfach der gleiche Ausdruck oben und unten steht. Das heißt, da kommt immer 1 raus. Und wenn da immer 1 rauskommt, dann habe ich hier einfach, wenn ich mir die Länge ansehe, das ist also hier die Länge von f tilde, restringiert auf das Intervall 0s. Wenn ich hier mir dieses Integral eben dann ansehe, dann sehe ich, dass ich hier die 1 integriere und ich bekomme gerade die Länge des Intervalls und die ist einfach s und damit habe ich dann auch die letzte Behauptung bewiesen. Ja, und damit hat man gezeigt, dass eben reguläre Kurven immer eine bogenlängenparametrisierte Kurve, als bogenlängenparametrisierte Kurve dargestellt werden können. Ja, dann noch vielleicht ein ganz kurzes Beispiel zu dieser Längenformel. Wir schauen uns hier diese Kurve an, geben durch die Funktion f, definiert auf 0,2 Pi mit Werten im R2. Und diese Kurve ist hierdurch definiert. Und es ist klar, was die Spur dieser Kurve ist, wenn ich hier mir den R2 mal aufmale. Und für t gleich 0 f auswerte, dann ist man hier an dem Punkt hier oben mit Koordinaten 0, 1. Und wenn man jetzt t von 0 bis 2 Pi wandern lässt, dann durchläuft man halt einmal diesen Kreis. Und man durchläuft ihn andersrum in dieser Richtung. Und man kommt dann bei 2 Pi genau wieder an diesem Punkt hier heraus. Das heißt, die Spur dieses Bildes ist einfach der Einheitskreis. Wenn ich hier die Norm des Tangentialvektors ausrechne, da kommt er immer 1 raus. Das heißt, das ist eine bogenlängenparametrisierte Kurve. Und nach unserer Formel für die Länge ist es dann einfach das Integral von 0 bis 2 Pi über diesen Ausdruck hier. Dieser Ausdruck ist 1, also kommt hier 2 Pi raus. Und damit haben wir nachgewiesen, dass die Länge des Einheitskreises genau 2 Pi ist. Und mit dem kurzen Beispiel sind wir am Ende dieses Lernvideos.